Okay, wir sind heute in Deutschland, in Freilassing, etwas außerhalb und versuchen unser Glück. Es ist ungefähr ähnlich wie letzte Woche mit der Kaltfront, die reinkommt. Der einzige Unterschied, diese Pumpe, diese warme, feuchte Pumpe aus dem Südwesten fehlt. Es gibt diese Rotation nicht. Es ist eine klassische West-Ost-Situation. Und im Hintergrund sehen wir da schon die ersten Quellungen. Wir haben da einen schönen Aussichtspunkt. Aber wenn wir darüber schwenken, da hinten ist auch jetzt über den Bergen, entwickelt sich was. Und wenn wir dann gleich nach oben gehen, sieht man einen kleinen Eisschirm, der sich da gerade aufbaut auch. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich aus diesen Quellungen momentan etwas Stärkeres entwickelt. Wir haben schon öfters heute gesehen, dass das hochgeht und wieder zusammenfällt. Also das richtig große System, auf das warten wir noch. Wir haben jetzt aktuell 14.25 Uhr. Also die Zeit ist noch reif oder es kann sich noch entwickeln, es sollte noch reifen. Die Temperatur ist im Ansteigen und das ist ja eigentlich sehr gut für die Entwicklung. So gegen 17, 18 Uhr lassen die Wettergötter es blitzen. Okay, wir haben jetzt 16.25 Uhr und sind jetzt weiter Richtung Chiemsee gefahren. Besser gesagt, wir stehen genau am Chiemsee. Wir haben jetzt ein bisschen östlich vom Chiemsee uns stationiert. Man sieht es im Hintergrund, jetzt kommt eine Zelle hier rüber aus den Bergen. Gleichzeitig gibt es aber viele Entwicklungen um Salzburg herum, auf der Vis-à-vis-Seite auch sehr starke Quellungen. Und es ist schwer, eine Entscheidung zu treffen, welche Zelle man chasen soll. Okay, wir sind jetzt in Burghausen oder nahe Burghausen, sind viel herumgefahren. Man sieht jetzt im Hintergrund, hier hat sich jetzt eine große Zelle entwickelt, beziehungsweise mehrere Zellen, die sich hier vereinen. Typisch für Burghausen hier in Deutschland, weil das ist die klassische Schneise, wo Unwetter hier drüber ziehen. Man spürt den Aufwindbereich, es ist hier sehr windig teilweise. Wenn wir jetzt darauf schauen, zum Beispiel, sieht man auch gut die grüne Hagelstruktur. Nach 23 Uhr, das ist übergeblieben von dem heutigen Gewittertag. Man sieht es hier gut am Radar. Einige Gewitterzellen, die sich jetzt in alle Richtungen zerstreuen. Was überbleibt, ist leichter Regen. Temperatur ist auf 16 Grad gefallen. Es gab ein paar nette Strukturen, die wir gesehen haben. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Tag relativ harmlos abgelaufen. So, jetzt muss es wieder ein paar Tage wärmer werden. Und dann können wir zum nächsten Chasing vielleicht starten.